herzlich willkommen bei Brick Film Talk. Dieses Jahr feiert Olli AG sein 15-jähriges Jubiläum. Und exklusiv zu diesem Anlass habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, die zwei bekanntesten Stars der deutschsprachigen Brick-Filmer-Szene hier auf das rote Sofa zu bekommen. Nick und Mezzo, auch bekannt als die Megaputzer. Ja, euch beiden erstmal ein herzliches Willkommen hier bei... Wir haben monatelang unser Sofa gesucht und alle Passanten gefragt. Das Sofa kam aus Dänemark und war nicht billig. Das ist nicht euer Sofa. Was? Gut. Also, herzlich willkommen hier bei... Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein ganz großer Schritt für Matt. Facebook. Ey, Mezzo, Handy aus. Ja, aber Nick, ich spiele ja gar nicht am Handy. Ich schau nur kurz Facebook. Mezzo, trotzdem. Oh Mann. Also, herzlich willkommen euch beiden hier. Ich sterbe vor Durst. Oh, sorry. Wie unaufmerksam von mir. Was möchtet ihr trinken? Für mich ein Bier. Für mich einen kleinen heißen Rum mit Zucker. Gut gemacht, du alter Superhund. Ein herzliches Willkommen hier bei mir auf dem roten Sofa in den Altland-Studios. Hi Leute. Kriegen wir ein Autogramm? Später vielleicht. Heute geht es ja um euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Autogramm geben könntet. Hey Nick, wir sind berühmt. Wir sind Filmstars. Olli hat mir erzählt, dass der älteste Film auf Olli AG ein Film mit den Megaputzern sei. Außerdem hat er mir erzählt, wie er euch entdeckt hat. Wir haben ihn zuerst gesehen. Okay, aber stimmt es, dass ihr eigentlich Fensterputzer seid, euch aber nur Blödsinn ausdenkt? Das glaubst du wohl nur in deinen blöden Träumen. Sachte. Er muss ja wissen. Allerdings geht es in euren Filmen meist um etwas anderes als Putzen. Zum Beispiel in den legendären April-April-Filmen, in denen ihr euch mit euren Nachbarn, den Mobbys, eine Streichschlacht liefert. Wie ist es zu dieser Idee gekommen? Als wir noch Kinder waren und mit unserem Hausmeister April-Scherze getrieben haben. Yep. Nick, mir fällt wieder ein grandioser April-Scherz ein, wie wir der Familie Mobby ordentlich den Tag versalzen können. Wirklich? Erzähl mal deinen Plan. Also, mein Plan. Zuerst können wir das und dann... Spinnst du? Wir sollten noch einen raffinierteren Plan ausdenken. Nick, mir fällt einfach keine gute Idee ein, wie wir der Familie Mobby Feuer unterm Hintern machen können. Streng dich einfach besser an. Du bist ja das wahnsinnige Genie. Bevor das hier komplett ausartet, unterbreche ich euch. Denn ich möchte euch noch ein paar persönliche Fragen stellen. Was ist euer Lieblingstier? Ich bin ein Tierfreund. Wir sind die Ersten, die einem Yeti begegnen. Zuerst. Eine Schwarzknopf-Höcker-Schildkröte oder eine chinesische Dreikiel-Schildkröte? Mezzo, du bist ein Genie. Ganz genau, ich bin ideenreich. Okay, eine andere Frage. Welcher YouTube-Kanal ist denn euer Liebster? Olli AG 1. Nö, Legostein 13. Olli AG 1. Legostein 13. Okay, ich sehe schon. Da scheint ihr euch nicht einig zu sein. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Aua! gut, ich sehe schon, da kommen wir auf keinen grünen Zweig. Dann machen wir für heute Schluss. Liebe Zuschauer, vielen Dank für euer Interesse und euch beiden, vielen Dank für das Gespräch und ich bin gespannt auf weitere Filme von euch. Tschüss. Wir gehen schon. Tschüss. Euer Nick. Und Mezzo! So, wir bestellen am besten ein Taxi. Ja, du hast recht.